Musikmesse 2014 und für euch am Start musikmachen.de, natürlich hier gerade bei Ibanez. Vor mir sind schöne Bässe mit einem sehr attraktiven Mann hier auch, Stefan. Was hast du dazu zu sagen? Alles klar. Und zwar Ibanez Bässe. Wir wissen, Ibanez ist ein sehr innovativer Hersteller, einer, der viel ausprobiert und viel macht. Wir haben die Neunzeiter zum ersten Mal auf der Messe und wir haben hier ein weiteres Beispiel für den Pioniergeist der Japaner. Es handelt sich hierbei um die Mischung aus einer Gitarre und einem Bass. Von den Specs her ist es erstmal ein Bass mit einer Bass-Elektronik. Wir haben zwei Bass-Pickups. Es ist ein Soundgear-Korpus. Wir haben Bass-Mechaniken an der Kopfplatte. Und wenn man genauer hinschaut, stellen wir fest, wir haben eine Sechsseiter, also eine sechsseitige Gitarre sozusagen mit der 30 Zoll Mensur und die Stimmung ist auch wie eine Gitarre, das heißt von E nach E. Und ja, das gibt mir einfach die Möglichkeit, quasi zwischen den Stühlen zu sitzen, wenn man mal so will. Und wir haben viele Bassisten, die das Instrument ziemlich feiern. Und wir haben auch viele Chant-Gitarristen, die sagen, jawohl, das ist mal vom Tuning her auch eine ganz interessante Sache. Und das ist, denke ich, auch ein ganz gutes Beispiel für den Pioniergeist allgemein. Und das Instrument kostet um die 550 Euro im Laden. Und ich glaube, das ist mal ein Preissegment, wo man sowas auch einfach mal ausprobieren kann. Und auch gar nicht, man muss gar nicht wissen, wo die Reise hingeht. Aber das ist auf alle Fälle das Ticket dazu, wenn man mal so will. Ne? Ihr habt's gehört, ihr könnt es ausprobieren. Gehen wir direkt weiter? Ja, das sind nochmal zwei Modelle aus der Ibanez Bass Workshop Reihe, so heißt das Konzept dieser Instrumente generell. Wir haben hier einen Fretless Bass, auf den ersten Blick mal ganz normal, aber wenn wir genauer hinsehen, sehen wir haben ein Griffbrett mit sozusagen 30 Bünden, natürlich in dem Fall Fretless. Und da haben wir natürlich eine ganz andere tonale Range und wir haben hier einen Magnetic Pickup drin, sowie auch einen Piezo und dadurch kann ich das wunderbar überblenden mit einem Blendregler und habe die Möglichkeit, da wirklich, sagen wir mal, kontrabassähnliche Sounds hervorzurufen. Und das Ganze ist verfügbar als 4- und 5-Seiter, kommt original mit geschliffenen Saiten, also für einen sehr authentischen Fretless-Sound. Und ein tolles Instrument hier mit einer Neck-Through-Konstruktion für schön langes Sustain und schön warmen Sound. Hier die 5-Seiter-Version und wir haben auch noch die 4-Seiter-Version hier hängen. Und weiter geht's mit dem BDB Terra Firma. Das ist hier ein Single-Cut-BDB. Also hier das Cutaway, sehr charakteristisch für die BDB-Serie von der Electric, auch ein klassischer BDB. Wir haben hier die Monorails, wie wir es auch schon kennen. Besonderheit ist tatsächlich hier dieser nicht vorhandene Cutaway in dem Sinn. Es ist ein schöner Single-Cut-Bass und durch dieses Mehr an Holz hat man einfach eine bessere Tonübertragung und eine bessere Seitenschwingung. Und ihr merkt schon, das ist hier echt massiv Holz und der schwingt einfach unendlich. Das ist einfach ein wahnsinnig, wahnsinnig guter Bass. Wir haben gerade bei diesen 5- und 6-Seiten immer das Problem, dass die 5. Seite immer ein bisschen weniger bissig ist und weniger knurrig wie die anderen. Und das kann man mit dieser Konstruktion eben super lösen. Okay. Kommt vorbei, Freitagnachmittag und Samstag und guckt es euch an. Wir haben extra nochmal für euch diverse Teststationen aufgebaut, drüben dann in dem Bereich, wenn wir Platz schaffen dafür. Dann können wir nochmal 6 Leute gleichzeitig antesten. Kommt vorbei, nutzt die Chance und wir haben ein super Line-Up für euch und bis Samstag, oder? Ihr habt's gehört. Ciao.